Die Förderschule für geistig Behinderte in Hirschfeld wird derzeit energetisch saniert. Im Rahmen eines Vororttermins hat sich Landrat Christoph Scheurer heute über die Bauarbeiten informiert. Träger der Förderschule ist der Landkreis. Die Schüler werden in zwei Gebäudeteilen unterrichtet, von denen aber nur einer saniert wird. Der andere ist nur von der Gemeinde Hirschfeld angemietet. Die Sanierung des Gebäudes soll sich am Ende für den Landkreis natürlich auch lohnen. So wie bisher konnte es nicht weitergehen. Weil wir hier in Betriebskosten, in Heizkosten, ich sag mal, fast erstickt sind. Nein, und weil wir auch sehr große energetische Probleme hier hatten in der Wärmedämmung, der Außendämmung des Gebäudes. Sodass wir uns entschlossen haben, Fördermittel zu beantragen. Und die gibt es natürlich nur, wenn man komplex energetisch saniert. Das heißt, wir haben eine Planung gemacht, wo wir ca. 30% dann energetisch unter der Energieeinsparverordnung, die derzeit gilt, liegen. Wir werden die Fassade erneuern, die Fassadendämmung, wir werden die Dachdämmung erneuern und wir werden eine Luft-Wärme-Pumpe-Heizung hier einbauen. Die unzureichende Dämmung ist der Tatsache geschuldet, dass noch vor einigen Jahren die rechtlichen Rahmenbedingungen komplett anders waren als heute. Gegenüber der damaligen Planung von 2003, 2004, damals galt eine andere Energieeinsparverordnung. Die hat sich natürlich in den letzten Jahren dermaßen verschärft, sodass man also jetzt sagen muss, es muss die doppelte Menge an Dämmung ran. Die hohen Heizkosten waren nicht nur auf die veraltete Dämmung der Fassade zurückzuführen. Auch die Heizanlage ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Die Heizanlage ist natürlich schon ziemlich alt. Seit 1992 wird unsere Schule hier mit zwei Kesseln über die Grundschule und den gesamten Komplex des Hortes und der Kita beheizt. Die energetische Sanierung des Gebäudes wurde nicht zuletzt auch möglich, weil ein solches Vorhaben finanziell gefördert werden kann. Gesamtwertumfang sind hier 600.000 Euro, die wir hier verbauen dürfen. Und davon werden 45% über die Schulbauförderrichtlinie gefördert. Während der Arbeiten geht der Schulbetrieb wie gewohnt weiter. Die Hauptbauzeit wurde so gelegt, dass sie in die Sommerferien fällt und eine Beeinträchtigung des Unterrichts vermieden wird.